nehme den stärksten direkt, den nächsten. Respekt, eigentlich hätte ich einen getroffen so. Ja, ich versuche dein hübsches Gesicht zu vermeiden. Wir wollen noch, dass du vernünftige Fotos machen kannst. Ja, es macht keinen Spaß gegen Dulat, das ist nicht so einfach hier. Mit meinem Cousin Isra, der Coach. Leute, der Coach ist heute in der Ecke. Beste Jongleur. Jean Jongleur. Was geht, Freunde? Und zwar, wir kommen bei unserem neuen Vlog. Heute mit unserem Stargast Synergy. Und zwar, Leute, haben wir uns was Neues überlegt, und zwar ein neues Format. Es wird heißen Dulatovs vs. In diesem Format wird es darum gehen, dass wir in verschiedenen Disziplinen gegen verschiedene Gäste antreten werden. Das heißt, mal im Boxen, wie jetzt bei den Profisportler Sinan. Es ist, ne? Weltmeister. Ein ungeschlagener Weltmeister. Ja, auf jeden Fall. Wir werden ja, wie gesagt, in verschiedenen Disziplinen gegen verschiedene Leute antreten. Und ja, der erste Gast ist heute Synergy. Ich grüße dich erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Heute muss ich natürlich zeigen, wie man hier die vier Dulatovs hier, die Dalton-Brüder, kurz einmal zeigt, was ein Weltmeister so drauf hat. Hier keine MMA als Standbox, ne? Sollen die nicht groß reden. Also, wir machen alle Sparring gegen Sinan. Nach alle zwei Minuten wechseln sich jeder, also das heißt er gegen uns alle. Ne? Deswegen wünschen wir dem Sinan natürlich viel Erfolg, oder er uns. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Tyson Fury? Mit deiner Bruder? Oder Mike Tyson in seiner Topzeit, der hätte Tyson Fury so in der Pfeife geraucht. Oh. Okay. Der hätte selber gebastelt. Der hätte Kabum gemacht von Klopapierrolle im Knast. Ey. So hat er den geraucht. Ich sag dir eine Sache. Das Ding ist aber, verschiedene viele Leute nicht, Mike Tyson wird niemals für mich einen Legendenstatus kriegen. Ja. Genauso wie Floyd nicht. Warum? Ja. Weil der hat nicht das, guck mal, heute zum Beispiel kifft er. Der ist heute immer so am Heulen und dies und das und ganze Videos, weißt du? Der ist absolute Maschine, gar keine Frage, aber der kann niemals diesen Legendenstatus von Mohamed Ali erreichen. Warum? Weil erstens hat er nicht auf der Welt. Oder man muss in diese Leben, wenn du Legende werden willst, musst du sterben. Oder? Ja, das stimmt. Der musst du, musst zu deiner besten Zeit musst du sterben. Der muss alle Wochen Legende sein Leben, wahrscheinlich. Aber man muss ehrlich sagen, Tyson ist trotzdem Legende, Bruder. Also ich sag dir ehrlich, mein Wunsch ist wirklich einmal wirklich Tyson zu sehen, Bruder. Wirklich. Ich hab 4 Gramm Kelly Weed mit dem Rad im Studio. Bruder, diese Kelly Weed, was ich dem bringe, der bleibt in Essen. Der gibt seine Plantage auf in Kalifornien. Sinan darf sich einen Gegner aussuchen, Leute. Er entscheidet sich gegen wen er zuerst macht. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wer der Schwächste von denen ist. Bruder, sag dir ehrlich, nur eins ein Tipp, Bruder. Wenn der Schwächste jetzt reinkommt, Bruder, und wenn der kaputt ist und der Stärkste kommt, dann ist es hart. Dann muss ich den Stärksten Islam. Also, du weißt nicht, wer der Stärkste ist, Bruder. wenn mein Gegner mir Tipps geben will. Guck, Bruder, ich hab den Schokoladen. Scheiße, wir nehmen den Stärksten direkt, den Islam. Fang mal mit dem Haien weg an. Okay, wer macht Zeit? Islam, machst du 2 Minuten. Mach Zeit. Okay, so. 1, 2 und los. Und los. Oh ja, das sind dann wohl auch die lieben Floyd, Bruder. Findet die Hände gut ins Rollen. Wie lange haben wir noch? Schon. Noch 1, 5. Meine Hütte ist lang. Genau 1 Minute jetzt.
Der schluckt die Hände. Er schluckt sie. Komm, verpasst dir mal eine, damit er sich nicht so viel, nicht so cool fühlt. Robert, kannst du. Robert, kannst du. Boah, lass ihn dann machen. Also, wunderbar, das ist ja nicht. Oh, oh, oh. Noch 30. Komm, Sinan, dann gib mal mehr Fuß machen. 30. Komm, Tempo hier. Sinan. Der Sinan weiß gar nicht, dass keiner den Islam leiden kann. Noch 10. Noch 10. Weil die mal eine Schläge kriegen. Komm, Sinan, gib ihm. 5. Ja, Junge. Ja. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. Oh, der war jetzt ein Treffer von Sinan. Punktrichter, was sagt ihr? Das Islam, was soll machen? Super Typ. Hey, viel besser. Holla. Ja, viel besser als Bekannten. Bruder, ich weiß schon, wie den Bösemann so langsam schreiben, aber jetzt hat was hingekommen. Ich war voll fix. Aufgeregt, aber aufgeregt. Ja. Machst du einen mit vorwärts? Eine nächste. Okay. Ja, nehmen wir den Bildspiel wieder kurz. Haha. Schreib mich nicht zurück, wie der Islam ist. Was geht so? Komm, Sian, der kann nicht mehr. Sehr gut, Sinan. Lass deinen Linke auch laufen, Sinan. Lass deinen Linke auch laufen. Sehr gut. Lass deinen Linke mal laufen. Immer schön zu seinem Gesicht kämpfen. Der will dir abfangen. Schneide dir gerade ins Gesicht. Stumpf durchhauen. Noch eine Minute. Und jetten. Und jetten. Direkt hin. Direkt raus. Jawohl. Und links, rechts. Jawohl. Sehr schön. Und nochmal. Genau das. Wir machen jetzt Slow Motion. Genau das, ist arbeiten. Jawohl. Ja. Jawohl, Sinan. Arbeiten zum Körper vom Körper nach oben. Komm. Noch eine halbe Minute. Sinan, Hände hoch, Hände hoch. Noch aus dem, vom Kopf ausboxen. Genau da. Aus dem Kopf. Schön. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von ihm. Ich meine, wer das Video sieht, der wird direkt erkennen, dass er sich vom letzten Kampf mit Bösemann extrem krass gesteigert hat. Ich sage euch ehrlich, wenn der Junge weiter Gas gibt, er hat sogar Potenzial, weil, ne, ist nicht Weltmeister zu werden, aber auf jeden Fall Potenzial, mal weiter ein bisschen am Sport dran zu bleiben und auf jeden Fall was zu reißen. Und wir wollen natürlich in Zukunft auch öfter bekannte Leute, Promis, ob Sportler sind, ob nicht Sportler sind, einladen in dieses Format und mit denen zusammen was machen, in jeglicher Hinsicht. Es kann Sparring sein, es kann Tischtennis sein, es kann Fußball sein, was auch immer. Das Format heißt Duatov versus, das heißt wir vier treten immer gegen den anderen Promi quasi an. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Die ganze Ausnahme. Der GB hat echt den schönsten Kopf. Voller, ne? Ich muss seine Rechtsaussage, wie cool die ist. Das ist mein Bruder. Die Rechte. Muss immer anfangen. Schön, schön. Gut, sorry. Gut, sorry. Haut ihn in die Gerade, Sinan. Gerade zum Körper. Wichtig ist, Sinan, ne? Nicht zurückziehen. Wenn du was machen willst, 100% sicher sein und machen. Nicht halbwegs aufhören. Ja.
Flächen. Du stellst in die Ecke, genau, und da kannst du mal arbeiten. Okay, ganz Angriff machen. Genau. Körperkopf. Das ist dein Boxer, das ist dein Burns, Bruder, ne? Vergiss das nicht. Schön. Willkommen. Ganz schön schlau, was mich ausbauen lassen. Keine Minute, keine Minute. Sehr gut, Sian, gib Gas. Noch 50 Sekunden, Sian, komm, gib dir noch. Komm, Drive, aber Jeff kann laufen. 50 Sekunden noch? 50. Ach so. Ah, der wollte mehr mit dir haben. Jetzt noch 40. Ja, mit der Kopf, gib dir eine rechte gerade ins Gesicht. Abgefuckte rechte gerade. Der im Tuch. Sind die rechte der? Jawohl. Der. Rechte gerade. Jawohl. Aiua, der war eklig. Wow, der war gut. Aiua, Sian. Hände hoch, Sian. Lass, lass dich nicht anziehen. Lass dich nicht anziehen, Sian. Noch 20. Jawohl. Genau, du hast direkt schlagen, Sian. Direkt schlagen. Halt die Deckung, halt die Deckung. Sehr gut, sehr gut. Oh, sehr gut. Noch 10. Jawohl. Noch letzte 10 Sekunden. Komm, komm. Nach vorne. Ja, komm. Eins und Zeit. Sehr gut. Der Bühne wird angezählt. Sehr schön. Der Schläge schon weh. Sehr gut. Ich bin jetzt dran. Ich und Sinan haben was gemeinsam. Wir beide sind Champion. Ich bin bei UFC, bei dem Spiel, und der ist Champion. Das war absolut übel, oder? Was? Du verstehst dich nicht. Von wem? UFC Champion. Du musst. Wurde doch zum PlayStation ausgemacht. Aber ist der hat einen geistigen Schaden? Der meinte gerade zu mir. Ja, das ist der schlechteste. Normalerweise kannst du spielen. Oh! Hey, Isla! Zum Frühstück habe ich dich. Hey, ich habe jetzt zum Frühstück gleich ausschalten. Sina, pass bitte auf den hässlichsten mit der Familie auf, ja? Und ich habe viele Jahre Verständnis gespielt, du gewinnst auf jeden Fall. Ja, ich versuche dein hübsches Gesicht zu vermeiden. Wir wollen noch, dass du vernünftige Fotos machen kannst. 3, 2, 1, go! Go! Angespannte Lage, angespannte Lage. Mach den Mohammed Ali hier. Reiß den Cage rum. Sehr gut. Schön. Deckung, ja. Schön. Genau so. Schön. Schön. Hände oben. Guck mal. Wir ziehen ans Gesicht. Sehr gut. Die richtigen Schläge werden auf jeden Fall. Alles gut, Bruder. Ja, pass auf, Bruder. Genau das. Da marschierst du. Genau das stark. Genau das. Genau das. Da machst du dich Tyson. Kannst du alleine alles rauslassen. Du musst gerade eklig sein. Aber mach mir richtig durch. Du bist gerade durch. Sinan, heißt Universum-Boxing, wo du boxst? 18 Minuten Handschuhe. Die tun eh nicht weh. Sinan, die nehmen dir einen Titel weg. Die nehmen dir einen Titel weg. Du musst boxen. Du musst boxen, mein Junge. Puh. Eine Minute ist um. Sehr gut. Let's go. Komm. Hey, hey, hey. Der lässt Hände runter, lass mal ein bisschen so. Sehr gut, Sam. Schön, komm. Sam, gib ihm mal jetzt. Bearbeite den Jungen. Bearbeite den Samstag. Genau das. Ich bin schon passiert. Ja. Aber immer mit zwei Schlägen kommen, Sinan, nicht mit einem Schlag. Ja, gib dir Ohrfeigen, Bruder, das ist gefallen. Sinan, Hände hoch. Genau das. Und marschieren. Und da? Marschieren. Die letzten 30 Sekunden erleben wir jetzt. Guck mal, Sinan, Hände hoch und 30 Sekunden. Beweg dich nach vorne. Beweg dich nach vorne. Beweg dich nach vorne. Beweg dich. Letzte 30 Sekunden. 20. Gib Gas, Sinan. Letzte 30. Ja, wie scheiße gibt der dir? Der bricht den Kampf, der bricht den Kampf, der bricht den Kampf. Ich höre das. Jetzt komm, Hände hoch. Sehr schön. 2, 1. Schön, schön. Schön, sehr gut. Das ist echt gut. Boah, stark. Und eine gute Runde. Sehr gut geschlagen. Sehr gute Runde. Ey, Bruder, hab ich zu fest gemacht? Nein, Bruder, ich hab mich für die ganze Zeit drei Wochen vorher geopfert. Hast einfach Aufwärtshaken von den Kollegen einfach eingesteckt, ne? Zwei Aufwärtshaken hast du bekommen von dem Kollegen hier. Ich glaube, der hat Hass auf die ganze Familie hast du abbekommen. Ich hab den ganzen Hass auf mich genommen, Bruder. Ich wurde wirklich er hat sich geopfert für die ganze Familie. Bitte. Applaus hier, ey! Komm, er hat alles auf sich genommen. Er hat alles auf sich genommen. Ja. Komm. Gut, gerade, dass du.
Also ich gut machen. Sehr gut. Sehr schön. Voilà, Bruder, und ich sage, du hast ja noch jede Menge Zeit. Bleib so fleißig, Bruder. Es sollte für Bieder Gold reichen. Also, ich muss, sorry Freunde, ich bin noch ein bisschen aus der Puste. Also ich muss sagen, heute Trainingseinheit mit allen vier Dolton-Brüdern, mit alle vier Dulatovs. Ich muss sagen, die Jungs, ich kenne sie jetzt schon seit längerem, sind richtig gutherzige Menschen, sind auch absolute Profis, gute, sag ich mal, auch Wegbegleiter, wenn man mit denen Sport betreibt, gute Tipps, immer gut ausgetauscht. Ich habe heute vier Einheiten gemacht quasi, also im Sparring gegen jeden einmal zwei Minuten. Dann immer, ich glaube, 40 Sekunden und eine Minute Pause dazwischen. Also ich muss sagen, es war sehr hart. Die haben alle harte Schläge, Alter. Für euch da draußen auch nochmal, aber trotzdem bitte versucht das nicht nachzumachen. Letztendlich ist Boxen immer noch Sport. Zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Kopfschutz an, ich habe jetzt keinen Mundschutz dabei. Bitte das nicht nachmachen. Das ist ein Fehler auf jeden Fall. Ich habe nur das Problem, halt meine Sachen vergessen gehabt, weil der Termin jetzt so kurzfristig anstand und ich bin gestern von Stuttgart gekommen und dann kennt ihr auch Tasche packen. Deswegen bitte daran kein Beispiel nehmen. Guckt, dass ihr euch vernünftig bandagiert die Hände, damit eure Knöchel nicht kaputt gehen. Boxen ist ein geiler Sport, aber ihr müsst es schon vernünftig machen. Und die Jungs haben heute gute Sachen gezeigt, gut ausgepowert. Ich bin sehr dankbar für die Einheit und ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall, also ich persönlich weiß nicht, wer mit den Jungs ist, weil ich habe die Jungs schon hart drangenommen. Da hat man auch gesehen, dass die auch wie sagt man? Man hat sie zum Wackeln gebracht, ja. Ich als Boxweltmeister natürlich habe dann ein leichtes Spiel gegen so vier Amateure, ne? Ich habe auf jeden Fall Bock, öfter mit denen zu trainieren. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Islam ist ein sehr guter Typ, Alter. Der Jibril auch. Ich habe mit Jibril schon vorher, also früher mal ab und zu MMA trainiert. Also der Typ hat auch wirklich Low-Kicks, Alter. So Beine, Digga, das ist Zementblöcke, Alter. Das war schon krass. War wirklich krass. Ich bin sehr froh. Und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich noch ein bisschen übergewichtig. Gott sei Dank habe ich im Vergleich zum Kampf gegen Bösemann ein paar Kilo abgenommen. Bei der Einheit bei Bösemann habe ich ja 2-3 Wochen Vorbereitung gehabt nach Ramadan. Jetzt mittlerweile bin ich schon seit 3-4 Wochen auch wieder am Trainieren, leicht. Ich habe ein bisschen was am Knie und ein bisschen Kapseln gerissen gehabt, deswegen mache ich ein bisschen vorsichtig, aber ich bin kontinuierlich dran. Ich glaube, man hat auch im Video ein bisschen, sag ich mal, Fortschritte gesehen, so ein bisschen. Ja, deswegen, das zeigt euch auch, Freunde, bleibt dran, wenn ihr Sport macht, ihr entwickelt euch immer weiter. Und ja, ich verprügel gleich den jetzt noch in Grappling. Der Islam wollte es auch noch mal wissen hier, was da abgeht auf dem Boden. Und ja, da wir von ganz unten kommen, zeige ich ihm, wie es da unten aussieht. Jawohl. So, Freunde, es war eine richtig geile Trainingseinheit. Und zur Feier des Tages, dafür, dass wir jetzt so ein paar Dinge ins Rollen bringen, verlosen wir die Dulatov Brothers Shirts. Ja, es können 3 Leute gewinnen. In den Kommentaren. Macht einen geilen Kommi, schreibt das Ganze mit euren Instagram-Namen und es werden sich 3 spontan rausgesucht, die dann eine Nachricht von einem von den Jungs kriegen. Und ja, wer weiß, vielleicht gewinnst du demnächst ein geiles Shirt. Also vielen Dank, Daumen hoch und gebt euch. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unseren Bruder Sinan. Vielen Dank, Bruder Sinan. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr schön. Danke schön. Ich küsse euer Herz, Jungs. Vielen Dank. Immer mir eine Ehre, mit Profis zu arbeiten und denen was beizubringen. Ja, okay, geil. Brauchst du Schmerzen? Deshalb weiß ich, warum ich die Sprüche bringe.